Wie ihr wisst, lebt der Pumuckl nun schon eine ganze Weile beim Schreinermeister Eder. Und der hat sich auch schon an allerlei gewöhnt. Dass nur er den kleinen Wicht sehen kann und das nur, wenn er mit ihm allein ist. Dass der Kobold ihn und andere Menschen gern neckt und alles versteckt. Und dass es nicht immer ganz leicht ist, einen Kobold zu bändigen. Der Meister Eder hat den Pumuckl so ins Herz geschlossen, dass er ihm eigentlich fast alle Streiche verzeiht. Nur bei dieser Geschichte mit dem Feuer hat's mit dem Verzeihen länger gedauert. Sie war aber auch wirklich zu schlimm. Es war an einem kühlen Herbsttag und es hatte sich in der Werkstatt so viel Abfallholz angesammelt, dass es sich lohnte, dort im großen Eisenofen Feuer zu machen. Der Pumuckl müsste kein Kobold sein, wenn ihn prasselndes Feuer nicht entzückte. Er tanzte um den Ofen herum und sang dazu in Tönen, die den Meister Eder veranlassten, schleunigst seine Säge einzuschalten, um das Konzert zu übertönen. Leider hat ein prasselndes Feuer im Ofen es an sich, dass es mit der Zeit zu nur noch knisternder Glut zusammensinkt und dann verglimmt. Das gefiel dem Pumuckl gar nicht. Er bettelte, der Meister Eder solle wieder ein neues Feuer machen. Dem Schreinermeister, dem es sowieso schon zu warm geworden war, dachte gar nicht daran. Er ging an seine Arbeit und damit war die Sache für ihn erledigt. Nicht aber für den Pumuckl. Als der Meister Eder sich eine Zigarette anzünden wollte und gerade das brennende Streichholz in der Hand hatte, schrie der Pumuckl. Feuer! Wo? Da, in deiner Hand. Ach so, hast du mich aber jetzt erschreckt. Das ist doch kein Feuer, sondern eine Flamme. Ja, aber eine schöne Flamme ist das. Innen blau und außen gelb. Nein, nicht ausblasen. Jetzt ist sie weg. Und noch ein Zündholz anzünden. Ja, bitte, bitte lass mich eins ausblasen. Bitte, lass den kleinen, lieben, braven Pumuckl eines ausblasen. Also von mir aus, wenn du dann Ruhe gibst. Ja. Schon ist es aus. Ich bin ein großer Feuerausblaser. Ja, ein gewaltiger. Bitte noch eins ausblasen. Nein, jetzt reicht's. Nein, es reicht gar nicht, noch lange nicht. Bitte noch eins. Nein, habe ich gesagt. Dann zünde ich mir selber eins an. Mach keinen Blödsinn. Du musst mich nur ein einziges, aller einzigstes Zündholz anzünden lassen. Dann bin ich auch ganz brav. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag? Versprichst das? Den ganzen, also wir zünden immer ein Zündholz nur zu zweit an. Also, dann komm her. Ja. Ah, vielleicht ist es gescheiter so, als wenn er es allein ausprobiert. Ich darf eins anzünden und eins ausblasen. Gib mir schnell ein Zündholz. Da, nimm's ganz hinten. Ha, ganz hinten? Und jetzt fährst du damit über die Reibfläche. Ja. Ich fahre. Atsch! Oh, jetzt ist es abgebrochen, das dumme Ding. Ja, ein Zündholz ist schließlich auch kein Besenstiel. Nicht so fest draufdrücken. Nochmal. Also nochmal. Ich fahre. Oh, schon wieder ab. Ah, du stellst dich aber an. Schau, so. Oh, es brennt. Die Flamme nach oben halten. Ist schon oben. Jetzt wird die Flamme viel kleiner. Schöne Flieflaflamme. Ein Flammelein, ein Flämmelchen. Hübsch so wie ein Lämmelchen. Jetzt pass aus. Oh. Schöne Flamme ausgepustet. Ist schade drum, nicht wahr? Nein, gar nicht. Hm. Und jetzt ist genug. Wenn's der Herr Pumuckl erlaubt, dann arbeite ich jetzt weiter, ja? Ich erlaube es schon, aber... Nichts aber. Kein einziges Aber-Zündholz mehr? Nein, keins mehr. Du hast versprochen, dass du den restlichen Tag brav bist. Restlich ist lästlich. Tatsächlich hat sich der Pumuckl getrollt und der Meister Eder hat gearbeitet. Aber wie es so ist, dem Kobold schien mit einem Mal jede Beschäftigung langweilig, die nichts mit Zündhölzern zu tun hatte. Lustlos raschelte er ein bisschen mit den Hobelspänen, dann setzte er sich auf seine Schaukel und schaukelte eine Weile hin und her, dann turnte er auf den Brettern herum und dann sah er plötzlich auf dem Werkzeugkasten ein ganzes Paket Zündhölzer liegen. Er warf einen vorsichtigen Blick auf den Meister Eder. Aber der war in seine Arbeit so vertieft, dass er keine Zeit für den Pumuckl hatte. Ganz leise und wie zufällig schlenderte der Kobold in eine bestimmte Richtung und hüpfte dann lautlos wie eine Katze auf den Werkzeugkasten hinauf. Habe ich doch recht gesehen. Viele Schachteln mit noch vieleren Zündhölzern. So, Papier ein wenig aufreißen.
vorsichtig Kobolds leise und eine Schachtel herausnehmen. Nachsehen, ob wirklich Zündhölzer drin sind. Ja, wirklich lauter Zündhölzer mit lauter feinen roten Feuerköpfen. Pumuckl, was tust du denn da? Regen habe ich gespielt. Zündholzregen, ja? So. Zündholzregen. Weißt du, ich wollte ausprobieren, ob Hölzer, die Feuer machen können, auch Regen machen können. Und wie sie das können. Guck mal hier, guck mal, wie die das können. Das ist doch wirklich schön. Sag mal, was habe ich denn gesagt? Was hast du denn gesagt? Ich weiß nicht. Dass du nie allein ein Zündholz anzünden darfst. Ja, aber ich habe doch gar keins angezündet, sondern bloß angerührt. Von anrühren hast du überhaupt nichts gesagt. Und ich räume sie jetzt alle wieder schön ein. Schon. Ja. Aber plötzlich kommst du auf die Idee und zündest eines an. Ja, auf die Idee komme ich schon. Aber man muss ja nicht alle Ideen, die man hat, in die Dings umsetzen, in die Tat. Aber ordentlich einräumen. Ja. Immer alle Zündholzköpfe nach der gleichen Seite legen. Ja, immer nach ganz und gar der gleichen Seite. Das wird so ordentlich, da werden die Zündholzer staunen. Ich glaube viel eher, dass wir alle staunen würden, wenn der Kobold wirklich nichts weiter getan hätte, als nur wieder Ordnung gemacht. Ja, zuerst hat er durchaus folgsam Zündhölzchen um Zündhölzchen in die Schachtel geschichtet. Dann ist ihm aber eingefallen, dass man mit den kleinen Hölzern und den Schachteln auch Häuschen bauen kann. Der Meister Eder, der ab und zu nach seinem Pumuckl schaute, hatte nichts dagegen. Warum sollte der Kobold nicht ein bisschen spielen? Schließlich gab er so wenigstens Ruhe. Doch die Ruhe war trügerisch. Schönes Zündholz-Schachtelhaus, das. Und brave Zündhölzer, die gar kein Feuer machen. Feuer ist natürlich viel schöner als Häuschen. Vielleicht sind das lauter Häuschenhölzer und können gar kein Feuer machen. Oder vielleicht tun die nur so, als ob sie Feuerköpfe hätten. Vielleicht, ob ich das mal ausprobiere. Nur so ein bisschen so an der Reibe, tralala da, an der Reibe, reiben. Nur so, es brennt ja gar nicht, wenn man nur so ein bisschen reibt. Das ist gar nicht so schlimm. So. Wenn man natürlich ein bisschen fester so ritsch macht und dann vielleicht noch ein kleines bisschen fest. Es brennt! Es brennt! Pumuckl, ja, bist du wahnsinnig? Was habe ich denn gesagt? Keine 5 Minuten kann man dich unbeobachtet lassen. Kein Verlass ist auf dich. Da liegen doch lauter Hobelspäne rum. Wenn die Feuer fangen, verbrennen wir beide. Gib sofort alle Zündhölzer her, sofort. Ja, aber es ist doch gar nichts passiert. Nichts passiert? Nichts passiert, wenn nein. Ich nicht zufällig hingeschaut hätte, dann wäre was passiert. Wäre auch nichts wenn passiert. Du nicht so klein wärst, dann würde ich dich jetzt so verdreschen, dass dir Hören und Sehen verging. Ja, aber ich habe doch nichts, aber. Auf der Stelle verlässt du jetzt die Werkstatt. Ich will dich nimmer sehen, verstanden? Ja, aber wer... Raus! Hinauf in die Wohnung gehst und da rührst du dich heute nicht mehr. Ja. Und wenn du noch einmal ein Zündholz anrührst, dann sind wir geschiedene Leute. Raus! Pumuckl war vor Schreck blass und rot im Gesicht. Der Kobold schlich zur Werkstatttür hinaus, trollte sich hinauf in Herrn Eders Wohnstube und setzte sich auf ein Sofakissen. Eine ganze Weile saß er so und zupfte gelangweilt an den Fransen herum, die um das Kissen genäht waren. Immer schimpft man mich armen, kleinen, ganz, ganz kleinen Kobold. Ich hätte das Zündholz doch nie an Hobelspäne hingehalten. Ich bin doch nicht dumm. Ich bin doch der Pumuckl. Und jetzt habe ich Hunger. Wenn man Hunger hat, muss man etwas essen. Jawohl, ich gehe jetzt in die Küche. Oh. Mal doch mal sehen, ob da nicht vielleicht irgendwo noch was zu... Muss doch irgendwo noch ein Stück Wurst liegen. Auf dem Tisch liegt keine Wurst. Auf dem Herd ist auch keine Wurst. Dafür liegt auf dem Herd... Nein, Pumuckl, nicht hinschauen! Zündhölzer schön liegen lassen, nach Wurst suchen. Nach Wurst, ob in dem Kästchen da vielleicht Wurst drin ist. Ist auch keine Wurst drin. Oh Gott, ist doch immer was zu essen drin, mal aufmachen. Was ist denn das? Eine schöne, lange, blaue Schachtel. Ich liebe blaue Schachteln. In blaue Schachteln muss ich immer hineinschauen. Ui, was denn das? Das sind ja Kerzen. Was tun eigentlich Kerzen bei den Esssachen? Also keine Ordnung, das. Kerzen gehören auf den Tisch und in Kerzenhalter, jawohl. Und wenn sie in Kerzenhaltern sind, dann gehören sie
Ja, also dann kann man sie, wenn man will, kann man sie dann anzünden. Also, jedenfalls gehören sie hier raus. Braver Pumuckl schafft jetzt Ordnung. Der Pumuckl war voller Eifer bei seiner Ordnungsarbeit. Er schleppte die Kerzen auf den Küchentisch. Als sie alle dort lagen, kam ihm eine neue Idee. Die Kerzen aufzustellen und sich einen Kerzenwald zu machen, durch den man, wenn man ein kleiner Kobold ist, spazieren kann. Das war eine vergnügliche Beschäftigung und auch ein spannendes Spiel. Durch den Kerzenwald laufen und sehen, dass dabei keine umfällt. Leider werden aber auch die spannendsten Spiele irgendwann einmal langweilig. Kerzen sind dumm, fallen immer um, drum, bum, schlumm. Eigentlich müsste man sie ankleben, eben bebend streben. Und dann ankünden, finden, gründen. Pumuckl, wenn du noch einmal ein Zündholz anrührst, dann sind wir geschiedene Leute. Entschieden geschieden. Und wenn ich sie doch anrühre, soll ich mal? Ich hab sie angerührt. Nichts ist geschieden. Nochmal. Ich mache jetzt sogar die Schachtel ein wenig auf und rühre sogar zwei Zündhölzer an. Ist gar nichts dabei, kann ja auch gar nichts dabei sein. Selbst wenn ich eins anzünden würde, wäre auch nichts dabei, denn das kann ich ja. Und ausblasen kann ich ja auch. Und soll ich mal? Nur ein einziges, ein allereinzigstes. Also ich meine, so ganz, ganz schnell und dann ganz schnell wieder ausblasen. Hier sind ja keine Hobelspäne. Man darf Zündhölzer nur in der Werkstatt nicht anzünden. Sicher hat der Meister Eder gemeint, dass wir nur dann geschiedene Leute sind, wenn ich noch ein einziges Mal in der Werkstatt Zündhölzer anzünde. Von der Küche hat er ja gar nichts gesagt, überhaupt nichts. Jetzt mal ganz schnell Ritsch machen. Ah, es brennt. So, jetzt Zündholz mit Kopf nach oben halten und blasen. Aus. Feuer weg. Ist gar nichts passiert. Habe ich ja schon immer gesagt, dass da nichts anbrennt, solange ich Luft habe und blasen kann. Und ich habe viel Luft. Damit kann ich 2080 13 Zündhölzer ausblasen. Jawohl, jetzt noch eins. Meister Eder kommt. Schnell weg da, schnell ins Wohnzimmer laufen. Damit er mich ja nicht sieht. Sonst schimpft er mich furchtbar. Und schnell hier so auf das Sofa hüpfen und brav aufs Kissen setzen. So. Der Meister Eder, der kommt hier gar nicht herauf. Schnell wieder in die Küche. Schnell aufräumen. Schnell anzünden und aufräumen. Der Pumuckl arbeitete für zwei. Er versteckte die angebrannten Zündhölzer unter dem Herd. Er schleppte die Kerzen wieder in den Schrank und stopfte sie in die Schachtel. Alle bis auf eine. Die konnte er nicht mehr wegräumen, weil unten die Werkstatttüre ging. Er gab der Kerze nur noch schnell einen Stoß, dass sie unter die auf dem Tisch liegende Zeitung rollte, sauste wieder hinüber ins Wohnzimmer und setzte sich brav auf das Sofa. Diesmal kam der Meister Eder wirklich herauf. Ich wünsche mir ein Kaffeekränzchen und setze drauf. Da sitzt du ja. Ja, ich dichte, ja. Und dann ist es gut, ich muss noch zu einer Kundschaft. Ja. Ich bin in einer Stunde wieder da. Ja, wiedersehen. So, jetzt mal schnell wieder in die Küche. Das war ja noch einmal gut gegangen. Es wäre überhaupt alles gut gegangen, wenn da nicht noch die eine Kerze auf dem Küchentisch unter der Zeitung gewesen wäre. Die wollte der Pumuckl noch schnell aufräumen. Er sauste in die Küche und holte die Kerze aus ihrem Zeitungsversteck hervor. Da fiel ihm auf, dass das die einzige Kerze war, deren Docht schon einmal angebrannt gewesen sein musste, denn der Docht war schwarz. Er betrachtete voller Interesse den Docht. Du warst schon mal angezündet. Das war aber nicht der Pumuckl, der dich da angezündet hat. Also ich würde ja die Kerze so aufstellen, so schön stehen bleiben, nicht umfallen. Und dann würde ich die Zündhölzer nehmen, so wie ich sie jetzt nehme, und dann würde ich so ritsch machen, so, ja, und jetzt das Zündholzfeuer an den Docht halten, so, ui, ui, die Kerze brennt, so, jetzt Zündholz ausblasen. Oh, Pumuckl, das hast du gut gemacht, schön. Da muss ich jetzt gleich ein Gedicht machen, ein Kerzlicht Kobolds angezündet haben, Stanzgedicht. Kerzenlichter sind für Koboldswichter, Lichterkerzen sind für Koboldsherzen. Kerzenlichter, Koboldswichter, Lichterkerzen, Kerzenlichter, Koboldswichter, Lichterkerzen, Kerzenlichter, Koboldswichter, Lichterkerzen, Kerzenlichter, Koboldswichter. Das war nicht eines seiner besten Gedichte, aber es lässt sich prächtig darauf um eine brennende Kerze tanzen. Und der Kobold tanzte so schnell, dass die brennende Kerze
umfiel. Er wollte sie noch festhalten, aber da war es schon geschehen. Sie fiel genau auf die Zeitung, unter der sie vorhin versteckt gewesen war. Und diese Zeitung fing sofort Feuer. Halt, halt! Nicht brennen! Nicht, du sollst ausgehen! Nicht größer werden! Bruder wird immer größer vom Blasen! Warte nur, was mache ich nur? Moment, Wasser ist gut gegen Flammen, aber Wasser ist ja so weit weg. Warte nur, ich spucke. Ja, spucken hilft sicher. Das nützt gar nichts, es wird immer größer! Immer größer! Was draufwerfen, Topfdeckel draufwerfen. Der ist zu klein, noch einer daneben. So. Aufhören! Feuer! Aufhören! Hilfe! Hilfe! Feuer! Feuer! Hilfe! Feuer! Feuer! Du Kali, hat da jetzt nicht jemand Hilfe, Feuer geschrien? Beim Eder vielleicht. Komm, schau mal. Du, da oben im ersten Stock kommt Rauch aus dem Fenster. Mensch, tatsächlich. Herr Eder! Herr Eder! Herr Eder! Wo sind Sie denn? Da muss man die Tür aufbrechen. Komm, wir gehen zum Hausmeister. Ja. Herr Eder! Da, beim Eder brennt's. Ja, da kommt er ja schon. Was? Beim Eder brennt's? Ja, da kommt Rauch aus dem Fenster. Beim Eder? Ja. Ja, was macht niemand auf? Die Werkstatttür ist zugesperrt. Als hat wer Hilfe Feuer geschrien. Im Haus? Ja, ich glaub schon. Um Himmels Willen, schnell! Am Ende ist jemand eingesperrt. Aber die Tür geht nicht auf. Wir müssen das Werkstattfenster einschlagen und durchs Fenster steigen. Hier ist ein Pflasterstein. Gib her. Ja, ja, was ist denn da los? Was machst du denn hier da? Was? Bei Ihnen im ersten Stock, da brennt's. Was? Schnell, sperren Sie auf, Herr Eder. Schau Sie doch auf. Oh, der Pumuckl. Schnell. Pumuckl. Pumuckl. Der Pumuckl hockte starr vor Schreck und Ratlosigkeit hinter einem Bretterstapel in der Werkstatt. Der Meister Eder aber behielt trotz seines maßlosen Schreckens einen klaren Kopf. Mit Wassereimern, die sie in der Werkstatt füllten, und mit feuchten Handtüchern vor dem Mund, bekämpften er und der Hausmeister den Zimmerbrand. Die Buben mussten im Hof bleiben. Der Meister Eder hatte Glück im Unglück. Der Tisch stand nicht in der Nähe eines Vorhangs. Er stand flammend in der Mitte der Küche. Das Tischtuch und die Zeitung waren verbrannt und die Tischplatte verkohlt. Es war gerade noch gut gegangen. Der Boden war von dem vielen Wasser ein einziger See. So, das hätten wir geschafft. Ja, gerade noch. Sie müssen schon entschuldigen, Herr Eder, dass ich Ihre Scheibe eingeworfen habe. Ja. Aber ich habe ja nicht wissen können, wann Sie kommen. Na, das war schon recht. Ich danke Ihnen für alles. Ganz blass sind Sie, Herr Eder. Haben Sie einen Schnaps da? Ja, ein Schnaps könnte nichts schaden. Wenn ich denke, was da alles hätte passieren können, ruiniert hätte ich sein können. Sie, Herr Eder, jetzt muss ich was Dummes fragen. So, was? Wie Sie das Feuer gesehen haben, haben Sie immer Pumuckl oder sowas Ähnliches gerufen? Hab ich. Was haben Sie denn da gemeint? Was ich da... nix. Das ist bloß eine schlechte Angewohnheit von mir, dass ich das rufe. Das sage ich alleweil, wenn ich so erschreck. So. Na also, Herr Eder, ich gehe jetzt und hole meine Frau, damit sie Ihnen da aufputzen hilft. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Am besten gar nicht. Das war doch selbstverständlich. Meister Eder, ich will's nie mehr wieder tun. Sind wir jetzt geschiedene Leute? Ja, Pumuckl. Hm. Willst du mich nie mehr anschauen? Ich hab das aber gar nicht gewollt. Das spar dir das Reden. Ich weiß, dass du jetzt willst, dass ich gehen soll. Für immer. Ja. Mhm. Ja, aber ich kann nicht fortgehen, solange du lebst. Du hast mich gesehen und ich muss bleiben. Aber wenn du willst, dann lebe ich nur noch in der Besenkammer. Du bekommst das große, große Klabauter-Ehrenwort. Ich zünde nie mehr ein Zündholz an. Und jetzt gehe ich in die Besenkammer. Du sagst nicht, dass ich da bleiben darf. Dann nehme ich vorher noch diesen Putzlumpen und
Und dann helfe ich dir noch aufputzen. Darf ich? Von mir aus, Pumuckl. Ja. Ich gehe jetzt runter und schenke dem braven Buben eine Kleinigkeit. Aber der Meister Eder. Meister Eder! Meister Eder! Der Pumuckl stand allein in der Küche und auch das Rufen nützte nichts. Der Meister Eder kehrte nicht mehr um. Da weinte der Pumuckl so, dass er mit dem Putzlumpen zuerst seine Tränen aufwischen musste. Der Pumuckl hat seinen Schwur gehalten. Nur das mit der Besenkammer, nun ja, ein paar Tage hat er sich tatsächlich da hinein verkrochen. Dann allerdings ist der kleine Kobold immer öfter aufgetaucht und der Meister Eder hat natürlich wieder mit ihm geredet. Und dann ist die Geschichte mit dem Kater passiert. Damit es wenigstens zwischen uns keine Missverständnisse gibt, es handelt sich nicht um einen vierbeinigen Kater, sondern um einen Zustand. Sicher habt ihr schon einmal davon gehört, dass Leute, die einen über den Durst getrunken haben, sich am nächsten Tag recht elend fühlen. Diesen unangenehmen Zustand nennt man Kater. Warum, das ist schwer zu sagen. Der Pumuckl wusste aber weder von dieser Art Kater noch überhaupt von der Wirkung des Alkohols etwas. Und das war für alle Beteiligten recht verhängnisvoll. Der Meister Eder, der sonst sehr bescheiden lebt, war von ein paar alten Freunden eingeladen worden. Es war eine sehr lustige Gesellschaft und der Meister Eder hatte am Ende einen kleinen Schwips. Der rächte sich auch prompt am nächsten Tag. Oh, mein Kopf. Was ist? Das ist ja fürchterlich. Ah, in meinem Alter verträgt man schon gar nichts mehr. Oh, was verträgst du denn nicht? Ah, sowas. Na, sowas. Sag nicht oh und schneid kein solches Gesicht. Ein ganz zerknittertes Gesicht hast du ja. Ah, das ist kein Wunder bei dem Kater, den ich hab. Bei wem? Wen hast du? Einen Kater hab ich. Einen Kater? Ich will keinen Kater. Wo ist der Kater? Wo ist der ist. Da sitzt er auf meinem Kopf. Kann ich aber gar nicht sehen. Nein, der ist unsichtbar. Aber spüren tue ich ihn. Ah, mein Kopf. Also unsichtbar, so wie ich? Mhm, so wie du. Scheußlich, entsetzlich, fürchterlich. Unsichtbar wie ich, das darf nicht sein. Jag den Kater fort. Sofort jagst du den Kater fort. Ja, wenn ich das könnte. Du bist doch ein Mensch, du kannst doch einen Kater fortjagen. Ah. Wenn ich ihn nur sehen könnte, damit ich ihn picken und zwicken könnte. Ich würde ihn, was würde ich ihn gleich... Geh, Pumuckl, gib dir keine Mühe. Aber du hast doch nach mir auch mit einem Holzscheit geworfen, als ich noch unsichtbar war. Wirf mit einem Holz nach ihm. Du hast doch sehr viel Holz, oder? Das nützt in dem Fall überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, ob der Kater klein ist oder groß? Er ist riesengroß, wie ein Wolfshund so groß. Wie der Hund im Vorderhaus von der Frau Reindl. Mindestens. Ja, ich habe Angst. Ich bleib hier oben auf dem Schrank, bis der Kater weg ist. Oder kann dein Kater da raufspringen? Wie verstecke ich mich? Wo springe ich bloß hin? Bleib nur droben auf dem Schrank, da kommt er nicht hin. Bestimmt nicht. Aber jetzt musst du ihn fortjagen, gleich. Sonst muss ich fortlaufen. Wo Klabauters sind, gibt es keine Katzen. Und wo Katzen sind, gibt es keine Klabauters. Das ist ein Kobold. Es ist ja gar keine Katze, sondern ein Kater. Ein ausgewachsener Kater. Das ist ja noch viel schlimmer. Kommt er bestimmt nicht zu mir auf den Schrank? Oh, schrei doch nicht so und hüpf nicht so umeinander. Das verträgt der Kater gar nicht. Oh, mein Kopf. Ja, aber es ist doch gut, wenn er das nicht verträgt. Dann läuft er vielleicht davon. Ich schrei jetzt mal so laut ich kann, ja? Dummer Kater, böser Kater. Hier ist der fürchterliche Pumuckl, vor dem du fürchterlich Angst haben musst. Hör auf, sag ich dir. Der frisst dich, wenn du so weitermachst. Du darfst überhaupt nur flüstern. Ja, ich bin doch auf dem Schrank und du hast doch gesagt, da kommt er nicht rauf. Wo sitzt er denn jetzt? Immer noch auf meinem Kopf. Dann schüttel doch mal deinen Kopf. Um Himmels Willen. Wenn ich meinen Kopf bloß ein bisschen bewege, dann dreht sich alles. Der Kater auch? Ja, der dreht sich mit. Also so eine Frechheit. Mach doch pssst oder sowas. Nein, das nützt gar nichts. Wenn ich einen sauren Hering hätte,
Dann eher. Ach, kann man Kater mit saurem Hering vertreiben? Ich denke, Kater mögen Heringe gern. Schon. Und wenn sie den gefressen haben, dann gehen sie weg. Mhm. Hm, wo kriegen wir nur gleich einen Hering her? Gibt's denn sonst kein Mittel? Ja, kaltes Wasser soll auch gut sein. Aber kaltes Wasser ist mir zu ungemütlich. Ja, bei mir ist der Kater noch viel ungemütlicher. Manche Leute schwören auch auf einen Schnaps. Aber wenn ich mir vorstelle, ich sollte jetzt einen Schnaps trinken, dann wird mir schon bei der Vorstellung schlecht. Ach so, wenn man Schnaps trinkt, dann läuft der Kater davon. Ist komisch. Ist das ein gräuslicher Zustand. Ich glaube, ich hol mir doch einen Hering. Nein, nein, geh nicht weg. Ich will nicht mit deinem unsichtbaren Wolfhundgroßen Kater allein sein. Ich will nicht. Also so schrei doch nicht so. Ich will nicht. Brauchst keine Angst zu haben. Der Kater geht mit mir, wenn ich weggehe. Ganz bestimmt. Bestimmt. Leider. Ja, dann geh schnell weg. Schnell, schnell. Und komm ohne das abscheuliche Tier wieder. Ja, das wird nicht gehen. Aber wenn ich einen Hering mitbringe, dann geht er vielleicht weg. Ja, aber wenn er dann trotzdem nicht weggeht. Dann musst du den ganzen Tag mucksmäuselstill sein und mich und meinen Kater ganz in Ruhe lassen. Mucksmäusel? Oh, er wird mich wie ein Mäusel fressen, wenn ich nicht mucks. Geh schnell weg, bitte geh. Ja, schnell, ich gehe ja schon. Oh, bin ich froh, dass der Kater weg ist. Wo Klabauter sind, dürfen keine Katzen sein. Und wo Katzen sind, keine Klabauters. Altes Koboldsgesetz. Vielleicht ist es auch kein Koboldsgesetz, aber ich mag keinen Kater haben. Ich mag nicht. Pfui! Ich will nicht, dass er wieder hier hereinkommt. Was hat der Eder gesagt? Wasser ist gut dagegen, aber ungemütlich. Kaltes Wasser ist wirklich ungemütlich, aber immer noch viel gemütlicher als ein großer Kater. Ich will kaltes Wasser überall hin tun, überall, wo die Katze hintritt, soll kaltes Wasser sein. Sehr ungemütlich, aber gut, ja, da muss ich jetzt mal schnell von meinem Schrank runterspringen. Oh. Kater mögen Wasser nicht, doch Wasser spritzt der kleine Wicht. Muss ich bloß den Wasserhahn aufdrehen? Es geht ja fast. Oh, platsch, platsch, plutsch, plutsch. Boden nass und immer nasser von dem schönen, kalten Wasser. Ui, das spritzt aber nicht bis zur Tür hin. Tür ist so weit weg. Und an der Tür muss man am meisten Wasser haben, damit die Katze gar nicht erst reingeht. Aber das werden wir gleich haben. So, Stöpsel in den Abfluss hinein. Ganz fest hinein. So, und das Überlaufloch auch zustopfen. So, mit einem Handtuch zustopfen. Schwere Arbeit, aber gute Arbeit. So, und jetzt Wasserlauf. Feine Sache. Alle Klabauter auf allen Meeren können stolz auf Pumuckl sein. Mache ein Meer aus der Werkstatt. Ein Werkstattmeer. Eine Meerwerkstatt. Ui, das wird fein. Wart nur, du dummer Kater, du. Miau, miau, miau. Der Pumuckl ist schlau. Was hat der Eder gleich noch gesagt? Schnaps ist gut. Aber ihm graust, hat er gesagt. Mir graust auch, aber Grausen vor Schnaps ist besser als Grausen vor Kater. So. Schnaps ist hier im Schrank. Ui, ui, ist die Flasche aber groß. Ui, ist die aber schwer. Oh, die kann ich gar nicht hochheben. Und der dumme Stöpsel geht auch nicht raus. Was mache ich nur? Soll doch der dumme Stöpsel drinbleiben? Soll doch die dumme Flasche schwer sein? Ich werf sie um, dann fällt sie auf den Kasten und macht Klirrbums und die Flasche ist kaputt und Schnaps kann raus. Koboldsidee. Beste Koboldsidee. Ja, das ist aber geglückt. Rinnt zwar eine Menge auf dem Boden, ist aber noch immer genug im Scherben. Riecht das scheußlich. Ich verstehe alle Kater von der ganzen Welt, dass sie da davonlaufen. Pfui, pfui. Und davon soll ich trinken. Aber wenn ich trinke, dann riecht Pumuckl auch so abscheulich und dann kommt der Kater nicht. Oh, wie das brennt. Oh, ich habe Feuer im Bauch. Pumuckl brennt im Bauch. Oh, schneller die Luft. Schneller die Luft. Schneller die Luft.
Schneller, die Luft! Der Hund. Das ist ja der Hund von Frau Reindl. Meister Eder hat gesagt, Kater, so groß wie der Hund, Hund, so groß wie Kater. Hm, Hunde beißen Kater, Hund beißt Kater. Kater Angst vor Hund und Hund in der Werkstatt. Wow, 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 komm, großer Hund, komm, großer Hund. Oh, komm. Komm, großer Hund. Ja, zum Kuckuck in die Werkstatt sollst du kommen. Oh, wie mache ich das bloß, dass der in die Werkstatt kommt? Ich weiß schon, ich habe eine gute Idee. Lauter gute Pumuckl-Ideen. Ich hole eine Wurst. Ja, schnell eine Wurst. Der Eder hat feine Wurst auf dem Tisch. Große Wurst, Sonntagswurst. Die wird dem Hund schmecken. Wow, 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 Wursti, Wursti, Wursti. Ah, kommt schon, da hat's schon gemerkt, ein schlauer Hund. Nein, nicht hier unter der Tür gibt's die Wurst. Komm nur hier rein. So, so, und jetzt, hier hast du. Das schmeckt dir, nicht wahr? Ah, so ist schön. So, jetzt ist alles in Ordnung. See groß genug, jetzt kann der große Kater kommen. Überall Wasser, überall großer Hund und... Halt, von dem Schnaps muss ich schnell noch mal trinken. Ist das scheußlich? Scheußlich! Das brennt im Bauch. Mein armer Brennebauch. Halt, da bleiben, Hund! Nicht aus der Werkstatt gehen! Komm, du kriegst noch was gleich. Was kriegt er denn jetzt gleich noch? Magst du noch ein Stückchen Braten? Im Topf ist noch ein Stück Braten. Warte, Hund! Warte! Hund! Nicht so viel von dem schönen Wasser saugen, das auf dem Boden ist! Psst, das Wasser muss doch da sein! Das war. Hoppla! Was ist denn das? Die ganze Werkstatt dreht sich ja um mich. Halt, Werkstatt, stich. Halt, Werkstatt, stehen bleiben. Bei Kopf. Wie komisch schwitzt mir bei dem Kopf. Ja. Ich hol ja schon dein Fressen. Hoppla. Was ist das? Ich liege ja im Wasser. Meine Füße sind so komisch. Werkstatt, hörst du gleich auf, dich zu drehen, du? Hund, komm mit mir in die Küche. Küche, Gerüche, Sprüche. Hund, fressen. Komm, Hundi. So, komm. Ja. Schmeckt der Braten. Sonntagsbraten, ja. Ist sehr fein, was? Pumuckl. Puh. Ja, um Himmels Willen. Was ist denn da los? Da läuft mir ja schon das Wasser entgegen. Ein Wasserrohrbruch. Ja, wie gibt's denn das? Pumuckl! Oh, mein Kopf. Aber was war jetzt das? Hat der Hund hier herinnen gebellt? Ich glaube, ich fange jetzt zu spinnen an. Pumuckl! Oje, wo man hintritt, ist Wasser. Pumuckl! Ja, Tiras! Was tust denn du da herinnen? Was hast du denn da im Maul? Einen Knochen? Hast du am End meinen Braten gefressen? Und die Wurst, ja, und jetzt frisst du gleich den Kater. Was? Friss, großer Hund. Was ist denn das? Kuschkuschu. Ja. Und ich trink nochmal. Die trinkt nochmal. Ja. Von dem was denn? Die Schnapsflasche ist auch zerbrochen. Ja, hörst du gleich auf, von dem Schnaps zu trinken? Da kannst du ja sterben. Nicht sterben. Dass ich nicht lache. Ich war schon lange nicht mehr so ungeheuerlich zumute. Ah. Und alles dreht sich und der Kater kann gar nicht mehr rein. Ah. Oder ist dein Kater immer noch da? Sag schnell, wo er ist. Nicht wahr? Der traut sich nicht hier rein, weil so viel Wasser und so viel Hund und so viel Schnaps und... Du meine und so viel Güte! Jetzt geht mir ein Licht auf. Hast du am Ende das alles gegen meinen Kater? Ja, du hast doch gesagt, Wasser ist gegen Kater und Hund aber ist doch gegen nur, wenn ich das Wasser über meinen Kopf schütte. Über deinen Kopf? Ja. Damit er dir vom Kopf herunterspringt. Ah! Und dann hüpft er auf mich. Nein. Dann sitzt er noch dort und ich hüpf auf den Schrank. Geh weg, Kater, geh weg. Ich hab so viel Schnaps getrunken, du dummes Hundetier. Friss ihn doch schnell. Also, jetzt wird's mir doch wirklich zu dumm. Ein Kater ist doch gar keine Katze, sondern... Jeder Kater ist eine Katze.
Nein, eben nicht. Nur wenn man zu viel Alkohol getrunken hat und es tut einem dann der Kopf weh, dann sagt man, man hat einen Kater. Aber keinen echten, sondern einen unsichtbaren, das ist es ja. Mir wird jetzt ganz abscheulich. Ich sterbe. Der Schnaps ist... Möchte nur wissen, warum du von dem Schnaps auch noch hast trinken müssen. Ich kletter aber zum Sterben lieber wieder vor dem Schrank. Weil du gesagt hast, Schnaps wäre gut gegen Kater. Aber doch nur, wenn ich ihn trinke. Oh mei, was habe ich da angestellt? Pumuckl, ich habe doch bloß Spaß gemacht. Das sagst du nur und ich sterbe jetzt. Sicher frisst mich gleich der Kater. Aber es ist mir egal, mir ist plötzlich alles egal. Um Himmels Willen, der wird mir doch keine Alkoholvergiftung kriegen. Pumuckl, schau. Schau, der Kater ist ganz weg. Tiras, geh raus. Jag ihn doch ganz weg. Pumuckl, schau, der Tiras ist schon draußen und jagt den Kater weg. Ist alles egal, ich sterbe. Nein, glaub mir, dir ist bloß schlecht. Komm, ich tu dir ein bisschen Wasser übers Gesicht. Komm, so. Ja, so, und jetzt iss was, dann wird's dir besser. Es ist nichts mehr zu essen da, hat alles der Tyras gefressen. Das auch noch? Ja. Aber einen Hering habe ich ja. Du, komm, wir essen miteinander einen Hering. Pumuckl, Pumuckl! Da liegt er, ganz bleich. Pumuckl. Nie mehr trinke ich Schnaps, nie mehr. Ich auch nimmer. Jedenfalls nicht so viel, dass ich am anderen Tag einen Kater hab. Komm her, Pumuckl. Tu deinen Kopf unter das Wasser. Ah, es schwimmt da herin ja sowieso schon alles. So, ja, komm. Und jetzt iss was von dem Hering und... Aber du tust so, als ob ich den Kater hätte... Hab ich den Kater? Nein, nichts hast. Nichts hab ich. Alle zwei haben wir nichts. Wir legen uns jetzt hin und wenn uns wieder gut ist, dann machen wir da herin Ordnung, ja? Ja, und du versprichst, dass du nie mehr einen Kater... Nie mehr. Und du, dass du nie mehr Schnaps. Nie mehr. Und ich glaube, dass das alle zwei halten. Was der Pumuckl am nächsten Tag gehabt hat, war natürlich ein ausgewachsener Halt, aber davon kein Wort mehr. Das Wort hat Angst genug verbreitet. Lassen wir die beiden sich erholen. Findet ihr nicht auch?